Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, Keller. Letztes Ründchen. Für 2017. Das Jahr neigt sich mal wieder dem Ende und wir haben noch eine dicke... Ja. Information, Ankündigung, was weiß ich, zu machen. Wir haben einfach die 300.000 noch geknackt. Wir haben einfach die 300.000 Abonnenten noch geknackt in diesem Jahr. Ist ja nicht erst so, dass wir im April oder Ende April erst die 100.000 geknackt hatten. 8 Monate später hast du nochmal 200.000 mehr drauf und stehst bei 300.000. Peile ich nicht. Ja. Verstehe ich nicht, wie schnell das auf einmal geht. Jetzt so, gegen Ende des Jahres, wenn ich hier sitze, am letzten Tage, kann ich das, wenn ich hier Revue passieren lasse, ist es sehr, sehr strange. Ja. Puh, da merkst du erstmal, wie schnell das eigentlich alles ging. Und auch generell das Jahr vorbei. Ja. Verrückte Zahl. Vielen, 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 vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle an jeden Einzelnen von euch, der den Kanal abonniert hat. Sensationell. Absolut sensationelle Vorstellung. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Ich habe nicht drauf geguckt. Ich war komplett... Was ist denn jetzt los hier? Ich habe damit nicht gerechnet. Ja, also dass wir es dieses Jahr noch packen. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn es nächstes Jahr irgendwann zu Ostern. Ja, es ändert nichts. Ja, es ändert nichts an der Sache, was für eine Zahl da oben steht. Was bringen mir 1 Million Abos, wenn nur 10.000 Leute die Videos gucken? Da habe ich nichts von. Da habe ich nichts von gewonnen. Ja, das ist ein bisschen, ich habe 1 Million Abonnenten. Aber keiner interessiert sich für einen mehr. Ja, da habe ich nichts von. Das ist einfach so. Da habe ich lieber ein bisschen weniger Abonnenten. Ja, aber dafür passen die Aufrufe so in der Kompaktheit. Ja, dass du auch ein Feedback von den Leuten bekommst oder siehst. Es läuft alles. Ja, alle haben Bock auf den Kanal. Die Leute sind aktiv. Das macht einfach viel, viel mehr Spaß. Nichtsdestotrotz 300.000 Freunde, eine absolute fucking überwältigende Zahl. Ja. Okay. Zum Jahresende, Freunde, habe ich mir gedacht, wir lassen das ganze Jahr einmal Revue passieren, aber nicht so ein stumpfes Aneinanderreihung von Highlights. Ich hoffe, ich kann dem Ganzen so ein bisschen so einen besonderen Touch verleihen, weil wir haben ja auch sehr, sehr viele Leute kennengelernt in diesem Jahr, oder die sind zum ersten Mal auf diesem Kanal gekommen. Ich gebe mein Bestes, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was ich am Ende schnibbel hier oder mein Zukunfts-Ich fabriziere. Ich wünsche auf jeden Fall einen guten, 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 guten Rutsch. Knallt nicht so viel. Auf welche Art auch immer. Ist hier kein Ferkelkanal, Freunde. Ja, konzentriert euch. Dann wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem letzten Video für 2017. Und wir sehen uns wieder im Jahre 2018. Wir werden Gas geben. Wir werden weitermachen. Wir werden weitermachen, wo wir aufgehört haben, ja. Battleship Vega kommt zurück. Dobby im Brennpunkt wird auf jeden Fall direkt starten im neuen Jahr. Ja, Beat the Steuerkreuz wird auf jeden Fall starten. Wir haben einiges zu tun. Das nächste Fatal kommt ja vielleicht auch, wenn wir nochmal die Chance haben, dabei sein zu dürfen. Und das Toten. Oh, das wird ein knackiges Jahr, Freunde. Das wird ein knackiges Jahr. Ich bin auf jeden Fall jetzt, wenn ihr das Video seht, noch nicht in England, aber ich fliege mit Simon und mit Benji nach England. Wir werden uns Arsenal-Chelsea angucken, so einen kleinen Kindheitstraum erfüllen. Von mir, weil ich immer mal ein Premier League-Spiel sehen wollte. Dann wisst ihr Bescheid, genug bla bla bla, ihr Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß, chillt euch und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine Menge mehr Packluck, auch im Jahr 2018. Ich bin raus. Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr mich eingeschaltet habt. Keller, neues FIFA 17 Karriere. Mit dem FC Schalke 04, Freunde, ja, und heute geht es in die nächste Runde. I used to fly, I used to fall, used to hold on to life like a fight, controlling it all. I held a prize, but I never knew how
Da dran. Adri, drehst du mich das? Ja, ja, pass mal auf. Was machst du gerade? Du liegst im Bett. Wieso liegst du um 10:30 im Bett, Kollege? Kaputt? Ja, nein, pass auf. Du brichst du jetzt ab, ziehst du deinen Schlafanzug aus, ja, ziehst du deine Fußballklamotten an und dann kommst du auf den Platz. Dann kommst du auf den Platz und kommst, wir öffnen gerade Packs, ja,
5 Minuten, warte noch. Sag dem Super-Asteroid. 5 Minuten hast du Super-Asteroid. Da weißt du, wo du, ja, ja, genau. Nee, an der Kreuzung fährst du noch drüber und dann in die Einmündung fährst du rein. Ja, ja, genau. Und dann wartest du. Sag ihm Xbox. Xbox aber, nicht PlayStation. Ja. Xbox, nicht PlayStation. Mertens verarscht mich nicht. Ja, ich weiß. Ja, es geht! Hashtag aufladen! Mertens, ich weiß, du bist jetzt, hör zu. Jetzt konzentrier dich ein bisschen. Wir sehen uns gleich im Set. Okay. Ja, will ich hoffen für dich. Will ich hoffen. Nein, und du wechselst nicht nach England. Mach ihm jetzt eine Ansage. Ja, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Mando, das ist auch ein Scherzkeks, der Dries. Der Dries ist ein Scherzkeks, Freunde. Der Stream ist schon perfekt, aber Mertens wäre noch geil. Ich hab ihn angerufen. Ja, er macht gerne Scherze. Er könnte auch, wenn er einen Kanal hätte, wäre der Prankmaster auf YouTube. Aber er hat sich ja leicht verschlafen angehört. Gesagt, er hat noch seinen Winnie-Pooh-Schlafanzug angehabt. Gesagt, zieh den aus und geh in deine Fußballklamotten, Kollege. Wir haben gleich ein wichtiges Spiel. Was hast du gezogen bis jetzt? Werden wir gleich alles locker flockig durchgehen? Ja, wenn dieser Lightning Round vorbei ist. Wenn dieser Lightning Round vorbei ist. Bitte! Wenn dieser Lightning Round vorbei ist. Dries Mertens! Fick dich! Fick dich! Was? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Da ist er! Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? Ich liebe dich, Steini! Ja! Hater würden sagen, ich habe seine Nummer nicht. Oh! 5 Minuten, warte noch. Sagte. Viel FIFA! Meiner sagen, wie scheiße das aussieht. Die sitzt hier mit einer bepissten Nerfgun, die kaputt ist seit einem halben Jahr. Manche Dinge ändern sich halt nie. Tschüss.